Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Borderlands 3. Und ja, hier wieder zu einer weiteren Folge. Viele haben sich ja wieder Borderlands gewünscht und ich dachte mir, dann mache ich doch weiter. Auf jeden Fall mache ich weiter. Und warum ruckelt das jetzt so? Achso, nur ein kurzer Frame-Drop. Das kann auch mal passieren. Wir sollen zu Maya gehen. Gut. Alter. Diese komische Frame-Drops, na gut. Was ist los? Ava, ich will dich nur beschützen. Durch Stubenarrest auf dem Schiff? Du hast mir versprochen, ich könnte Kammerjäger sein, wie du es bist. Das wirst du, wenn du bereit bist. Was geht, Luschen? Troy, was haben Sie da gelassen? Danke, dass ihr das erledigt habt. Mann, ihr Kammerdiebe denkt nur mit dem Abzugsfinger, was? Weiter so und ich werde endlich eine Göttin. Wir werden Götter. Hab ich doch gesagt. Also, jetzt zieh ich mein Ding durch. Nein, sie respawnt das jetzt wieder. Was machst du denn? Oh, come on. Das gehört uns. Und die Monster schützen nicht die Macht der Kammern. Sie sind die Macht der Kammern. Jetzt gehört alles mir. Hey, kriegt der Parasit auch was ab? Geschwister. Wir machen es auch noch den Scheiß. Wir gehen jetzt. Sofort. Ihnen sollten wir es zeigen! Wer ist die Göre? Was hatten die für ein Problem? Sie hat keins. Aber du dafür. Ich werde eine Sirene sein und dann wische ich den Boden mit Arschgeigen wie dir auf. Du wirst... Denkst du echt, dass das so läuft? Süße, du wirst diesen Ort nicht verlassen. Hey! Lass sie los! Ganz genau so. Maya! Ava, nicht! Sei bereit. Sie droppt ein Buch? Was? Ist sie tot? Ich dachte, das geht nur bei mir. Geht wohl mit jeder Sirene. Los, wir haben, was wir wollten. Ja, und noch viel mehr. Aber hey... Wenn die Sirenennummer mal bei dir klappt. Was für Penner, echt. Ja, nice. Oh Gott. Okay, ich muss ehrlich sein. Sie ist fort. Schnapp dir die Kleine und dann zurück zum Schiff. Ich sag Lilith Bescheid. Bitte geh weg von meinem Kopf. Ich muss ehrlich sein, ich fand Maya zwar ziemlich... ja, wack. Weil sie war diese Irre. Und dazu war sie noch so eine Lehrerin. Also sie konnte irgendwie fast alles. Also sie war ja auch die einzige Sirenin in unser Team. Wow, du hast Reese echt den Arsch gerettet, oder? Das willst du mich verarschen? Junge, deine Lehrerin ist gerade gestorben. Es könnte auch deine Mutter sein, so ähnlich sah sie aus. Und du machst erstmal Witze? Okay, bevor wir mit ihr sprechen, werde ich erstmal kurz die Performance ändern, weil das ruckelt hier die ganze Zeit. Also, bis gleich.
Browsing an. Textur Streaming auch mit der. Fans im ganzen Universum. Okay. 3, 2, 1. So, jetzt müsste es wieder funktionieren. Ich habe jetzt auch einen 60 FPS-Log gemacht, weil das eh nicht über 60 FPS kommt. Aber na gut, reden wir erstmal mit Eva. Sie ist tot. Maya ist tot. Ach, jetzt bist du auf einmal sad. Wenn wir in Sicherheit sind, komm mit. Gut, würde ich auch sagen. Was ist mit meinem Vieh eigentlich los? Es kotzt die ganze Zeit irgendwelche Sachen aus. Hier, ist auch letztens so eine Waffe ausgekotzt. Okay, dann würde ich aber noch ein paar Skillpunkte verteilen. Ja, okay, das war's. Und dann gehen wir auf die Sanctuary. Auf, los geht's. Bratwurst mit Brötchen. Kammerjäger, wir sind auf der Brücke. Schön, dass du wieder da bist. Ja, das war ein toller Tag heute. Also wir haben jemanden verloren und jemand ist traurig. Aber wir haben zumindest irgendein Kammerzeugs bekommen. Ich glaube, wir haben diesen Hammer da bekommen. Ich dachte schon, wer redet da? Wo man da solche Kristalle aufschlitzen kann. Es ist halt sehr lange her, wo ich Borderlands gespielt habe. Also, da tut's mir leid, dass ich manche Sachen nicht mehr so weiß. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Aber erstmal zu Lilith. Tut mir leid, Kammerjäger. Du konntest nichts tun. Danke, dass du Eva sicher zurückgebracht hast. Jungs, was machen wir hier für eine Party? Okay. Und jetzt? Lilith. Du musst etwas sagen. Na schön, dann sag ich etwas. Ich kannte Maya, als sie noch gelebt hat. Da hat sie mir besser gefallen. Nein, das klang jetzt irgendwie falsch. Das klingt gerade richtig gemein. Jetzt ist sie tot. Und so ist es nun mal. Wir können nur noch kämpfen, um sie in Ehren zu halten. Leute sterben in Kriegen. Haufenweise. Im Ernst. Mach die Augen auf, Leute. Deine Grabrede halte ich lieber nicht, Lilith. Keine Scherze, Tennis. Das war gerade voll respektlos. Ich mache keine Scherze. Ich weiß, was ich bin. Eine brillante, rücksichtslose Wissenschaftlerin. Und ich weiß, was du bist. Denn alle auf diesem Schiff warten darauf, dass du was sagst. Und sie können erst zu den wichtigen Sachen zurückkehren, um diesen Haufen fliegenden Weltraumschrott am Laufen zu halten, wenn du es tust. Maya war nicht nur ein Crimson Raider oder ein Kammerjäger. Sie war Familie. Aber wir dürfen unsere Mission nicht aufgeben. Sie war einer der Stärksten. Wir werden die Kammern öffnen. Dann bedeutet ihr Tod etwas. Alle zurück auf ihre Station. Die Kammern öffnen? Mehr hast du nicht zu sagen? Maya ist tot, weil du die Kammern öffnen wolltest. Wir sollten die Kalypsos jagen und dafür büßen lassen, was sie getan haben. So leicht ist das nicht. Maya hat immer gesagt, ein Kammerjäger läuft mitten hinein ins Feuer. All ihre Geschichten drehten sich um dich. Du hast Pandora gerettet. Du hast Handsome Jack getötet. Deine Rolle ist Firehawk. Ich kenne meine Rolle nicht. Dann finde es heraus, Lilith, bevor noch jemand deinetwegen stirbt. Kammerjäger, sieh nach, ob es ihr gut geht. Ich bereite alles für den Sprung nach Eden 6 vor. Wenn ich mal ehrlich sein muss, Ada... Ey, jetzt sag ich Eva schon. Eva ist irgendwie selbst schuld daran. Und warum ruckelt das jetzt so hart? Na gut, egal. Sie ist, finde ich, selbst schuld, weil, wenn man ehrlich ist, wäre sie nicht so blöd und würde gleich machen, was sie will, dann wäre das alles nicht passiert. Aber na gut, sie ist ja auch nur ein kleines Kind. Kammerjäger, gut, du bist hier. Wir müssen Kurs auf Eden 6 nehmen. Wir haben keine Zeit zu verlieren.
Lilith, wir erhalten eine Übertragung. Was ja, jetzt? Eine Übertragung? Hey, Idioten! Oh, weg mit dir! Das ist ja so schlecht gemacht. Ach, was für Erinnerungen. Unsere Anhänger lieben es. Wir haben Rekordzugänge. Die Kräfte eurer toten Sirene sind die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Ich facelocke mir schon den ganzen Tag Weintrauben in den Mund. Lecker. Eure Freundin ist tot. Immer einen Schritt hinterher. Was, Lil? Man sieht sich an der nächsten Kammer. Und das reimt sich überhaupt nicht auf Schmädenschmecks. Tschüssi! Oh, ich weiß nicht, ob diesen Monstern irgendwas oder jemand wichtig ist. Und das macht sie so gefährlich. Tennis sagt, die Kammer unten auf Promethea ist irgendwie mit einer auf Eden 6 verbunden. Wenn die Kalypsos sich diese Kammer unter den Nagel reißen wollen, müssen diese Monster erst an uns vorbei. Zum Glück haben wir einen Freund in dem Gebiet. Claptrap, gib mir Hammerlock auf den Bildschirm. Hammerlock? Irgendwo habe ich den Namen mal gehört. Lilith, Wainwright Jacobs zu Diensten. Ich muss leider berichten, dass diese KDK-Fanatiker Hammerlock entführt haben. Und jetzt wollen sie wohl mich holen. Noch ein Schritt und ich pump dich voll Blei. Ich werde mein Familienwappen in deinen feigen Arsch eingravieren. Was ist gerade passiert mit dem? Sie haben mir weggeteleportiert. Sieht so aus, als wären die KDK schon auf Eden 6. Kammerjäger, triff dich mit Rainwright Jacobs und finde heraus, was da unten vor sich geht. Ja, sicher, wenn ich nichts anderes zu tun habe. Na gut, navigiere dorthin. Eden 6. Reisen. Let's go! Boah, das ist immer noch das Geilste, wie man zu dem Planeten kommt. Hui. Ey, ist das nicht der Venus? Venus ist ein Landekampf. Okay. Ihr habt nichts mehr zu sagen, ist auch besser so. Auf zum Planeten, ich will jetzt endlich mal ein bisschen rumschießen. Das ganze Gelaber geht irgendwie auf den Sack. Wir sehen uns! Nicht! wo komme ich denn nochmal runter? Hey, wir haben uns doch noch gesehen. Ach stimmt, in der Mitte war das doch hier. Hier lang, dann hier rüber und dann hier runter, genau, zu Ellie. Die dicke Ellie. Ja, keine Ahnung, was man hier noch alles machen kann. Aber das will ich jetzt auch nicht wissen. Wir wollen zu Flotmore Basin. Eden 6. Oh, schicker Planet. So dschungelartig. Und hier sieht es aus, als wären hier sehr viele Gauner. Kammerjäger, ich wünschte, ich könnte dir das gebührende Jacobs-Willkommen auf Eden 6 geben, aber diese KDK-Teufel sind überall. Ich sitze mit ein paar Überlebenden im Jagdhaus meiner Familie fest. Die Vorräte gehen uns aus und wir sind umzingelt. Ich brauche deine Hilfe. Na, sicher. Ich komme zurecht. Oh. Alter, Raser! Diese feigen Fanatiker. Die Jacobs Corporation hat 300 Jahre lang überlebt, aber diese KDK-Teufel haben sich im System breit gemacht wie eine Seuche. Und nur auf Befehl dieser Kalypso-Bastarde. Sie haben meinen Vater getötet, weil er ihnen die Kammer nicht überlassen hat. Und jetzt sind sie hinter mir her. Warum kann ich diesen scheiß Bildschirm nicht ausmachen? Finde ich schade. Okay. Dann fahren wir doch direkt zu ihnen hin, weil ich baue mir noch mein Fahrzeug. Ja. Ausbauen muss ich das ja nicht. Ja, und die Kolben werde ich jetzt schön rumfahren lassen. Triff dich mit Wainwright.
Okay, mein erster Eindruck zu Eden 6 ist echt ein schicker Planet. Oder sie war es. Heimat unserer besten Waffenschmiede. Außerdem wichtig für unsere Holzproduktion. Wenigstens muss mein Vater nicht mehr erleben, wie alles in die Hände dieser Banditen fällt. Okay, ja. Man kann nichts machen zu dieser Sekte. Wir wehren diese Teufel so gut es geht ab, aber ich schlage vor, du beeilst dich. Du scheiterst! Oh! Was für schöne Spitze. Verpisst euch, Jungs. Ich will hier lang. Oh. Die große Kammer ruft! Jacobs wird bluten! Solange ich eine Jacobs-Schrotflinte halten kann, werde ich Eden 6 nicht kampflos aufgeben. Oh nee, die haben ihn 6 schon angegriffen. Ich lasse das auch nicht zu. Immer weiter, Kamadi. Was? Schon mal darüber nachgedacht, einfach zu sterben? War die richtige Entscheidung für deine Sirenenfreundin. Ich habe jedenfalls keine Beschwerden gehört. Ja, danke für den Call. Genau dann bin ich gestorben. Alter, wirklich? Wirklich? Wegen zwei verdammte Gegner. Zwei Schön, verdammte dich Gegner. Zu sehen, mein Junge. Das ist so lächerlich. Oh Mann. Ich habe mich aus der Hölle befreit und bin wieder da. Schön. Und nice, wo das wieder gespeichert hat. Nicht. Oh, Alter. Ja, ja, sei doch mal still. Gut, dann müssen wir wieder dorthin. Ach, das ist so ärgerlich. Aber hier nochmal mein Eindruck zu Eden 6. Es ist echt ein schicker Planet. Und vor allem finde ich hier die Natur richtig schön. Ich hoffe, wir machen auch sehr viel. Meine Güte, was wollt ihr denn hier alle? Ich hoffe, wir machen auch sehr vieles hier auf dem Planeten. Aber hab aber auch keine Lust auf diese scheiß Banditen, die ja alles zu Grund und Boden nichten. Die kannst du nirgends mal mehr sehen, Alter. Oh, und ich kann nicht mehr fahren. Aber diese Fahrphysik ist echt unterdurchschnittlich. Sekunde mal, das ist der Sylvan. Was, bin ich ein Sylvan, ja? Ich bin keine Sirene. Gut, dann klettern wir mal hier hoch. Hoppala, hoppala. Und hier war doch irgendwo so ein Fahrstuhl. Ja, tatsächlich. Na, fuck, da komme ich gar nicht rein. Ich muss hier rein. Einen kleinen Ausweg. Ich weiß nicht, wie lange wir diese KDK-Fanatiker noch hätten aufhalten können. Weiß ich auch nicht so ganz. Aber hier ist auch das Gebäude. Aber die verdammten Fanatiker sind auch schon hier. Mann, diese Kugel, die gefällt mir. Du treibst sie zurück, nur noch ein paar mehr Jacob Reinwald. Ja, der Jacobs. Kammerjäger, du hast mein verdammtes Leben gerettet. Ich stehe in deiner Schuld. Reden. Na, brauchst dich doch nicht entschuldigen. Und nicht bedanken. Das wollte ich sagen. Fuck. Nochmal. Na, brauchst dich nicht bedanken. Das ist mit seinen Augen. Auf Eden 6. Mein Vater das ist hat mit mich seinen verdammten Augen. Euch gewarnt. Ich bin Wainwright Jacobs. Aber ich fürchte, mehr als meinen Namen habe ich nicht mehr. Diese Teufel haben mir alles andere genommen. Naja, komm rein. Schicke Villa. Ui. Ich habe aus der Privatsammlung meines Vaters genommen, was ich konnte. Er kann sie ja nicht mehr benutzen. Diese Kalypso-Teufelszwillinge haben ihn ermordet und mir alles genommen. Wenn du nicht vorbeigekommen wärst, wäre ich wohl auch schon erledigt. Ich konnte fliehen, aber sie haben meinen Partner, Alistair Hammerlock, erwischt. Diese Teufel nutzen ihn als Faustpfand, bis ich den Kammerschlüssel rausrücke. Und genau darum bist du auch hier, oder? Ganz genau.
Diese Kammer war über Generationen ein Familiengeheimnis. Wir wollten nicht, dass unser Paradies zerlegt wird wie Promethea und Pandora. Wo eine Kammer ist, da ist ein Krieg. Aber im Moment habe ich größere Sorgen als mein Familienvermächtnis. Alistair Hammerlock, die Liebe meines Lebens. Wenn sie ihn töten, habe ich nichts mehr. Wenn mein Vater noch atmen würde, würde er mir raten, zu diesen Teufeln zu gehen mit einer Jacobs-Waffe als Verhandlungsführer. Und genau das werden wir tun. Der Kult hält Alistair in einem Gefängnis gefangen, das sie den Amboss nennen. Ich habe schon ein Söldnerteam losgeschickt, um ihn rauszuholen, dann aber nichts mehr von ihnen gehört. Rette Alistair, dann besorg ich dir den verdammten Kammerschlüssel. Okay? Okay, bin dabei. Lässt sich machen. Also er hat ein... Sehr gut. Das Muskelpaket des Teams, Codename Meat Slab, sollte in diesem Moment den Fluchtweg sichern. Er wird beim vorderen Gefängnistor sein. Finde ihn und hol Alistair lebend dort raus. Ich halte die Stellung und beschütze, was von meinen Leuten übrig ist. Viel Glück. Mhm. Also, ich mache mir weniger Sorgen, dass Meat Slab ins Gras beißt. Der Mann ist wie ein Berg und viel wütender. Aber seine Aufmerksamkeitsspanne ist nicht groß, gerade wenn es gilt, Schläge auszuteilen. Sicher. Gut, bist du jetzt fertig zum Reden? Gut. Also, er hat einen Crush, die im Gefängnis ist. Und die müssen wir jetzt rausholen. Gut. Sicher, sicher. Aber dies würde ich in der nächsten Folge machen. Und wir werden die Mission Amboss und werden uns mit Meat Slab treffen und dann die Mission auch abschließen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Während mein Kau pinkelt. Ja, haut rein. Ciao, ciao.